Es sind unterschiedliche Welten, die beim diesjährigen Salzburger Trilog aufeinandertreffen. Politiker, Kulturschaffende, Wissenschaftler und Unternehmer diskutieren unter dem Motto »Globale Visionen, sprechen wir eine gemeinsame Sprache«, denn gerade hier besteht Handlungsbedarf. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir unter den gleichen Begriffen nicht dasselbe verstehen. Also gerade über Sustainability, Nachhaltigkeit oder auch Rechtsstaat, Menschenrechte, da wird nicht immer das Gleiche verstanden und das muss aufgearbeitet werden. Ob Menschenrechte, Klimawandel, die Bekämpfung von Armut oder die wirtschaftliche Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt, fast alle aktuellen Themen kommen beim Trilog zur Sprache. Eingeladen von der Bertelsmann Stiftung und dem österreichischen Ministerium für europäische und internationale Angelegenheiten diskutieren hochrangige Gäste brisante Themen unserer Zeit. Für die stellvertretende Vorsitzende der Bertelsmann Stiftung ist der Weg zu einer gemeinsamen Sprache jedoch noch weit. Umso wichtiger ist es, dass wir im Dialog hier mit vielen Menschen einsteigen und das auch weiter verbreiten. Wo können wir uns gegenseitig helfen? Und das größte Netzwerk in der Globalisierung ist die Bildung. Wenn wir die Menschen, auch die Landbevölkerung in vielen Ländern und Drittländern, wenn wir die nicht in die Bildung reinbekommen, klaffen wir so auseinander. Und das betrifft nicht nur die Bildung, auch von gemeinsamen Werten oder einer einheitlichen Wahrnehmung ist die Welt noch weit entfernt. Und so wird heiß diskutiert in Salzburg. Besonders präsent bei dem diesjährigen Trilog sind die Frauen. Für die österreichische Außenministerin eine Herzensangelegenheit. Zu lange waren die Frauen nicht an den Tischen, wo verhandelt, gesprochen, beraten wurde, sondern sie sind im Hintergrund gesessen. Sie waren die Dolmetscherinnen, die Erleichtererinnen, die Sekretärinnen, das Personal. Die Zeiten sind vorbei. Im 21. Jahrhundert gehören die Frauen zur großen Energiequelle unserer Gesellschaften und es muss sichtbar werden. Sichtbar wird die unterschiedliche Wahrnehmung, vor allem wenn es um Schnittpunkte zwischen einzelnen Themen, Bereichen oder gar Kultur geht. Normalerweise reden die Politiker mit ihresgleichen, die Wirtschaftsleute haben ihre eigene Ökonomensprache, die sonst niemand versteht, die Künstler reden auch am liebsten mit ihresgleichen. Und hier ist die Möglichkeit, dass wir über diese Grenzen der Elfenbeintürme hinaus miteinander diskutieren. Diese Möglichkeit der Diskussion nehmen auch die Studenten der Salzburg Academy wahr. Sie haben im Rahmen ihres Feriensemesters die Möglichkeit, den Gästen des Trilogs auf den Zahn zu fühlen und gehen das Thema gemeinsame Sprache eher unkonventionell an. Wir müssen gar nicht alle eine Sprache sprechen, wir müssen uns gar nicht alle einig sein, sondern eigentlich muss man sich vielmehr darüber im Klaren sein, dass es Unterschiede gibt und dass wir lernen, die zu akzeptieren und darauf aufbauen. Gemeinsam auf Unterschieden aufbauen ist vielleicht eine der Möglichkeiten, unsere globalisierte Welt zu verstehen, zu begreifen und zu verändern. In Salzburg sind die ersten Schritte dahingehend wohl gemacht worden.